Oh, falls ihr Lust habt, ein Spiel auf 120 Zoll zu zocken und dabei nicht mehr als eine Brille tragen wollt, dann solltet ihr dranbleiben. Mein Name ist Oliver, willkommen auf dem Smartphone-Blogger-Kanal. Damit willkommen zurück. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es etwas komplett und ich meine wirklich komplett anderes hier auf meinem Kanal. Denn Rokit hat mir die Air Glasses zur Verfügung gestellt und damit könnt ihr. Ach, ich verrate euch das jetzt gleich. Wenn euch solche Videos gefallen, macht euch leicht, abonniert meinen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft nichts mehr. Und ich nehme euch jetzt mit in eine komplett neue Welt. Rokit Air, das sind AR-Glasses und die habe ich jetzt hier einmal für euch getestet. Eigentlich ist das ein sehr interessantes Produkt, denn damit habt ihr die Möglichkeit, einfach mal Bildschirminhalte auf 120 Zoll zu genießen und das nur mit einer einfachen Brille. Die Brille selbst wiegt gerade einmal 83 Gramm, was für mich persönlich relativ leicht ist. Und das Schöne daran ist, auch wenn ihr es in meinen Videos eigentlich nie seht, außer in einem Livestream, ich bin ein Brillenträger. Und hier habt ihr die Möglichkeit, über zwei Stellschrauben dann das Ganze auf eure Dioptrien einzustellen und damit trotzdem den Videoinhalt oder das, was ihr mit diesen Glasses macht, vollkommen zu genießen. Darüber hinaus habt ihr hier auch nochmal Stereo-Speaker mit dabei und Noise Cancelling. Bedeutet also, ihr könnt Inhalte, die ihr konsumiert, ganz normal über diese Lautsprecher an der Brille hören, könnt aber auch Noise Cancelling aktivieren, wenn ihr komplett von der Umwelt abgeschattet sein möchtet. Das Ganze wird dann mit einem USB-Kabel an eurem Smartphone installiert. Ihr plackt das Ganze einfach rein und an eurem Smartphone müsst ihr nur die Rokit Air App installieren. Darüber könnt ihr dann einfach durch das Menü sliden. Ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt Videoinhalte generieren, ihr könnt das Ganze dann in 3D schauen. Ihr könnt aber auch ganz normal im sicheren Browser unterwegs sein und euch dabei keine Gedanken machen, dass eure Daten irgendwo verloren gehen. YouTube-Videos könnt ihr ganz unkompliziert auch in 4K einfach darüber schauen und das macht wirklich Spaß, denn man hat einfach nur eine Brille an. Und Videoinhalte so leicht und unkompliziert zu genießen, ohne dass es jemand anderes quasi merkt, das ist schon schön, denn auf Distanz gesehen wirkt die Brille eigentlich wie eine ganz normale Sonnenbrille und damit fällt sie im Alltag eigentlich gar nicht auf. Und auch hier könnt ihr nochmal ganz gut erkennen, wie man einfach mit der Pfeiltaste dann durch das Menü gehen kann. Also es ist sehr einfach und gut gemacht, dass selbst ich das Ganze hier in dem Fall verstanden habe. Über die Software sind einige Grundeinstellungen schon gegeben. Ihr habt eine Galerie zur Verfügung, worüber ihr schon Inhalte offline genießen könnt. Ihr könnt darüber hinaus aber auch so, wie ich es ja bereits gezeigt habe, online Videoinhalte generieren bzw. anschauen. Dazu gehört auch Netflix etc. Ihr könnt aber auch Social Media Kanäle darüber pflegen und genießen, was natürlich auch schön ist. Ihr könnt hier aber auch zwischen 180 und 360 Grad dann auswählen, wenn ihr etwas generiert, was dafür schon gemacht worden ist. Insgesamt habt ihr aber auch die Möglichkeit, über den Play Store dann weiterzuschauen und hier gibt es verschiedene Spiele zur Auswahl. Stand jetzt wird das Sortiment in diesem Jahr noch mal extrem erweitert und die Spiele, die ich euch hier zeige, die machen wirklich Spaß, denn ihr könnt das Ganze auch einfach über euren Xbox-Controller zocken oder ihr könnt das Ganze über das Pad dann bzw. über euer Smartphone zocken und auch das hat wirklich gut funktioniert und obwohl ich ja sonst nicht der große Gamer bin, hat es Spaß gemacht. Bei dem Fußballspiel, das ich euch gerade zeige, da müsst ihr dann interaktiv mit dem Kopf euch bewegen und die Kamera erfasst eure Bewegungen und je nachdem könnt ihr dann den Kopfball schaffen oder auch nicht. Es ist einfach schön zu sehen, was alles mittlerweile nur mit einer Brille möglich ist. Okay, also ihr seht hier, man startet dann, es geht los und ihr könnt dann einfach schießen. Ich fand es auf dem Pad schon fast geiler irgendwie. Ich merke jetzt, dass mit dem Controller das funktioniert, aber ich bin da noch nicht so ganz drin. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Ego-Shooter immer mit Maus und Tastatur gespielt habe. Sehr wahrscheinlich seid ihr dann da noch besser. Spiele, die dann natürlich auch noch mit dazukommen werden, ist natürlich Ego-Shooter, weil sich das hier in dem Fall einfach anbietet. Wie gesagt, den Xbox-Controller habt ihr ganz leicht damit verbunden und dann könnt ihr darüber auch zocken. Es wird aber auch interaktive und weitere Simulationen geben. Auch Sportspiele werden auch noch mit dazukommen. Also hier wird das Potenzial in diesem Jahr noch extrem ausgeschöpft. Falls ihr jetzt Lust habt auf dieses AR-Erlebnis, was ich hier von Rokit geboten bekommen habe, dann habe ich euch unten in der Videobeschreibung nochmal den Link eingebettet. Da könnt ihr euch das Ganze dann nochmal anschauen. Es gibt dazu
nochmal ein weiteres Demo-Material und kaufen könnt ihr das Ganze hier auch. Also lasst mich aber mal gerne in den Kommentaren wissen, findet ihr, das ist die Zukunft, die wir jetzt hier gerade erleben, oder sagt ihr, oh, das ist irgendwie nur ein nettes Gimmick? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare und dann bin ich gespannt, wie ihr zu diesem Produkt steht. Ich sage vielen Dank, dass ihr bei diesem Video mit dabei gewesen seid. Bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.